Hallo und willkommen zurück zu Lords of Kulima. Dieses Mal geht's wieder zu dem Steingolem und der sollte jetzt eigentlich auch easy peasy drauf gehen. Schauen wir mal. Auf nach Nabros. Und dann hatte ich mir auch jetzt seit dem letzten Teil mal Gedanken gemacht über Arena und schlussendlich habe ich mir überlegt, welche Klasse ist dafür am geeignetsten? Also der Magier, der macht natürlich am meisten Schaden und der kann durch hin und her laufen, ein bisschen was machen. Aber das Problem ist natürlich, sobald da ein Gegner kommt, der schneller ist oder der ein bisschen mehr aushält und den Magier irgendwann mal erwischt, dann ist mit dem Magier halt Schluss. Deshalb eignet sich der Magier halt da eher wenig. Also mit dem kann man das natürlich dann auch irgendwie versuchen zu schaffen, aber könnte bei einigen unmöglich werden. Dann habe ich mir überlegt, welcher Charakter kann denn alles? Welcher kann sich denn selber quasi heilen? Und da ist natürlich die, die Antwort klar, ist der Kleriker, der kann sich selber heilen. Und der Paladin. Und der Paladin hat als zusätzlichen Vorteil zum Kleriker halt nicht nur, dass der eine Rüstung tragen kann, sondern dass der auch noch alle Kampfangriffe benutzen kann. Der kann ja theoretisch, ein Kleriker hat ja keine Dots, beim Paladin könnte theoretisch auch noch diesen Blutungsschlag lernen oder Verwundung, dass der Gegner immer schwächer wird. Und deshalb denke ich, werde ich für die Arena den Paladin hochzüchten. So. Jetzt aber kommt erstmal der Bursche nochmal. Der kann mal gar nichts machen. Zack. Einmal Schutz. Der würde sowieso direkt. Naja, es ist ein zusätzliches Ziel für die 6 Mana. Kann man mal nehmen. Ja, nix. Da hauen wir direkt Hotz drauf. Wobei der jetzt wahrscheinlich das beste Ziel war. Aber. Da kommen die Wunden. Da warten wir gerade noch. Zack. Eins Schaden, aber der ist halt vor allem dann dafür da, um seinen Schaden zu kassieren, wenn er angreift. Jetzt nochmal 9 Hots. Dahin. Die hätte den gebraucht, habe ich jetzt gerade übersehen. Hoffen einfach mal, dass die jetzt nicht nochmal getroffen wird. Glück gehabt. Okay. Zack. Zeit jetzt Nalaed zu holen. Nix. Hack. Und hier ein Hotz. Push. Zack. Nix. Eins Schaden. Nix. Okay. Da ein Hotz. Ratsch. 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 Machen wir einen neuen. Aber nicht den. Den kann ich am Schluss immer noch holen, wenn Mana übrig sein sollte. Wichtig ist erstmal, dass der weg ist. Die kann sich jetzt selber mal einen Hot geben. Da die Wunden zu removen, ist jetzt für mich ziemlich uninteressant gewesen. Meine neuen.
Schön. Machen wir hier auch noch einen Hot drauf, damit wir überall einen haben, falls sie da jetzt Schaden bekommt. Die hatte zwar bisher Glück, aber das heißt ja nichts. Da ist er wieder weg. Eigen. Nala, jetzt holen wir noch nicht. Dafür sieht es im Moment noch zu gut aus. Brauchen wir nichts tun. Ach, da hätte ich natürlich ringen müssen. Ah, das war doof. Wieder neue Nala-Ed dazu. Sehr gut. Perfekt. Der macht so nur 4. Das ist natürlich nicht so gut. Der war halt auch schon 6 Wunden. Was auch sein Schadenspotenzial reduziert. Denn weniger Angriffskraft bedeutet auch weniger Schaden. Weniger Prozentsatz von dem Schaden, den er theoretisch machen könnte. Neue Hots. Für den wollen wir 51. Dann machen wir hier noch einen kleinen hin. Kann auch wieder Schaden fressen. Perfekt. Da lohnt es sich zu regnen, denke ich. Da müsste die Wunde von einem selber weg. Sonst komme ich wieder in die Situation wie vom letzten Mal. Das will ich vermeiden. Könnte auch noch eine Heilung brauchen. Okay. Quatsch. Aua! Okay.
jetzt aber auch gerade sehr ungesund. Die läuft jetzt da hin und her, um zweimal die, oder um öfter die Regeneration abzubekommen. Machen wir die Wunden hier weg. Ein paar. Der braucht einen Heal. Zap. Ja, dann machen wir halt nochmal eine Nala-Etter hin. Hilft ja nix. Der hat eine 0% Chance mit seinen 20 Wunden. Ist natürlich nicht so cool. Zehn Wunden. Und die hat aber auch 10. Und ja, ist schon 100, okay. Nochmal Wunden heilen. Scheiße. Na, ah, das hat geklappt. Und versenkt. Ja, ich muss einfach stärker darauf aufpassen, dass die Wunden nicht hochsteckt. Oder dass die Wunden sich immer sofort entfernt. Das bricht einem das Genick, wenn das nicht funktioniert. Ja, wenn der Kampf sich nicht so in die Länge ziehen würde. Also nochmal, Nabros. Dann werde ich unten noch am Schrein mal den Buff holen. Der Kampf ist eigentlich super simpel, wenn man es halt nicht an irgendeiner Stelle komplett verkackt. Also nochmal. Es ist natürlich auch sehr schade, dass die gar nichts machen kann. Die bräuchte halt irgendeinen physischen Angriff, den ich ihr aber nicht beigebracht habe. Thank you.
passieren. Noch ist alles im grünen Bereich. Kann sich selber noch not. Oh, der hätte auch noch einen. Aber der reilt sich sowieso gleich selber. Ja, kriegst du einen. Müssten wir mal eine Etappe Gegner heilen, die Wunden wegmachen. Kleiner Heal muss da reichen. Wunden. Die Hots hier sind weg. Müssen wir direkt nachbessern. Ich hole jetzt mal einen Gulot raus. Der hält ja jetzt auch noch ein bisschen ab. So, Wunden wegmachen.
glaube, die braucht auch einen Hot. Einer geht noch. Der hält jetzt mal ein bisschen Reserve über, dass der... Ah, scheiße. Notfalls auch gleich noch eine Heilung raushauen kann. Die braucht einen Hot. Jetzt ist es Zeit für die Heilung. Da müssen wir hier die Heilung nachholen, um die Leute wieder ein bisschen fit zu bekommen. Da müssen die Wunden auf jeden Fall gleich weg. Jetzt habe ich ein Problem. Das hat funktioniert. Ignorieren. Au. Der Paladin müsste eigentlich sein Schutzschild wieder casten, aber dafür kriegt er jetzt gerade keine Mana zusammen, weil ich mit dem zu stark am Heilen bin. Die stirbt mir gleich weg. Scheiße, jetzt ist sie weggestorben. Ja, gut, doch, so einfach wie ich mir das gedacht habe, ist das gar nicht. Weil ich da zu sehr am Limit bin. Mit dem Entfernen von Zeugs. Wenn der Paladin einmal out of Mana ist, dann sieht's da eben auch nicht so gut aus. Vielleicht hätte ich mit dem ein bisschen sparsamer mit der Mana umgehen sollen, dass ich das, dass ich die Buffs auf jeden Fall immer wieder nachbessern kann. Nächster Versuch. Ja, und dass der Schutz nicht da war, das hat man auch ganz gut gemerkt. Was die Magerin da auf einmal für einen Schaden kassiert hat, war schon ziemlich fies. Ich weiß gar nicht, wie viel der Zauber kostet. Das muss ich gleich mal nachgucken. Ja.
So, nächster Versuch. Da kam auch gerade irgendeine Nachricht, bläulich intensiv. Ich glaube, das hatte ich auch im Forum gelesen, da hatte auch niemand eine Ahnung. Der Hammer ist da, glaube ich, aufgeleuchtet. Aber, also diesen Dingshammer, den ich da habe. Aber keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ja. Vielleicht hätte man den da auch benutzen können. Moment, ich gehe hier nochmal raus. Und dann lese ich mir nochmal die Nachricht durch, was das ist, und gucke mir nochmal die Gegend an. Vielleicht kann man den auch durch irgendwas einfach auf Seite räumen. Nochmal hinlaufen. Blablabla. Blub. Ich glaube, da war auch sogar ein Spieler, der meinte, ja, ich habe das Spiel durch, aber den Sinn von diesem Hammer habe ich nicht kapiert. Und der Hammer ist das hier. Der Hammer von Kerskit wird für Zeremonien verwendet. Für den Kampf ist er nicht geeignet. Er ist reich verziert und aus Ulnalum geschmiedet. Von ihm scheint ein blauer Schein auszugehen. Wenn du ihn anfasst, kannst du spüren, wie die Macht von Kerskit dich umgibt. Es wurde eine Inschrift auf den Hammer graviert. Weder Metall noch Stein können der Macht des Schöpferhammers standhalten. Aber den kann man nicht equippen oder so. Keine Ahnung, was man damit tun kann. So, jetzt sind wir nochmal hier, ganz langsam. Kerskits Hammer schimmert sanft. Ein bläuliches Licht scheint von ihm auszugehen. Kerskits Hammer leuchtet intensiv. Das bläuliche Licht umgibt dich. Aber man kann nichts damit tun. Ich guck mal gerade. Okay, es scheint so, als wenn der vorher gar nicht besiegbar wäre, ohne den Hammer. Also haben wir den Effekt hier schon. Den wandle ich trotzdem um. Das Geld nehme ich mit. Schutz. Da muss ich diesmal auch mit drauf achten.
Kostet auch. Na, so viel Mana ist das gar nicht, was das kostet. Rasnet. Bams. Hack. Erstmal schön die Hots verteilen. Noch einen. Bam. Ein bisschen Regen. Hier auch. Kein Mana mehr. Nalaid brauchen wir noch nicht. Zack. Okay, da müssen wir eine Blutung, eine Wunde machen, wegmachen. Oh Gott. Ja, ist, denke ich, Zeit. Gut. Ah, schade. Ist auch schon wieder weg. Aber so passen. Gut. Da bleibt jetzt gar nichts anderes übrig. Okay, danach muss ich den Hot wieder neu draufsetzen. Die werden natürlich jetzt alle auslaufen. Da ist auch alle. Ja, drauf.
Halbzeit haben wir. Ich hoffe mal, dass das klappt. Ja. Das ist doch gemein. Die hat jetzt immer noch ihre Wunden drauf. Die hätte ich jetzt noch mal versuchen müssen, runterzunehmen. Na, hat sie jetzt auch mal eine Chance. Scheiße! Sehr gut, geschafft. Zwei Sekunden, machen wir neu. Denn sonst hätte es jetzt wieder richtig Aua gemacht. Einmal Nala Ads. Danach kann sie nochmal einen Rassenet hinterherholen. Direkt da drauf. Arsch! Okay. Da müssen wir dringend drauf. Schön. Also, heilen. Das war auch dringend nötig. Kann sie gleich nochmal und sich dadurch nochmal heilen. Na, Gimp. Fällt ja noch aus, 200 ist noch zu viel. Gut, das hat zumindest geklappt. Bewegen. Nochmal bewegen. Au, aber die kriegt sie jedes Mal aufs Maul. Der trifft jetzt auch nicht mehr mit seinen 8 Wunden.
Ach, da hatte ich... Ja, scheiße, das war jetzt verschwendet. Die hatte das ja schon drauf. Da hätte ich einen kleinen Heal machen müssen. Oder die Wunden entfernen. Scheiße. Da habe ich jetzt jedenfalls einen Fehler gemacht. Hat leider keinen Schaden mehr. Die könnte ich eigentlich auch von vornherein hier hinstellen, dass sie da mit einem Dolch draufschlägt. Könnte man halt auch minimal noch Schaden rausholen. Wunden heilen. Stopp. Sehr gut, eine Runde gut gemacht. Werden aber auch gerade wieder böse Hots benötigt. Die ich aber leider gerade noch nicht abliefern kann. Kann sich danach noch einmal bewegen. Dann machen wir da einen Hot drauf. Nein, Misslungen! Dann darf die jetzt den Trank trinken. Das wird noch nicht reichen. Scheiße. Doch, der ist zweimal dran. Das reicht, glaube ich. Aber da bin ich auch auf dem, sag mal, letzten Zahnfleisch gelaufen oder so. Das war böse knapp. Gaskets Hammer leuchtet nicht länger. Okay. Und ein unidentifiziertes Schwert. So, einmal rasten. Schwupp. Dann werde ich erstmal wieder nach Norden, um zu speichern. Das war ein Akt. Sammeln wir hier nochmal die Nahrung ein.
So. Und da sind wir wieder nach Velegarn. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Hammer her hatte. So, Mampf einsammeln. Ja, und wie ich dann eingangs gesagt habe, den Paladin werde ich zum Arena-Charakter ausbauen. Das heißt auch jetzt, wenn ich dann irgendwann auf 30 ankommen sollte, dann wird er die meisten leicht überladen. Aber ich habe noch das Schwert, was ich abgeben kann. Der wird dann auch die meisten der Ressourcen bekommen. How can I help you? Crap. Da haben wir nix. Come back soon. Jo. Dann werde ich auch jetzt erstmal wieder speichern und einen Schnitt machen. Beim nächsten Mal geht's dann die neue Zone erkunden. Also, bis denn!